Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexis und das ist Minecraft. Das letzte Mal haben wir beendet, nachdem mein Versuch, diesen IC2-Block mit einem modfremden, mit einer modfremden, mir fällt das Wort schon wieder nicht ein, mit einem modfremden Schraubenschlüssel zu drehen. Ich habe den Faden verloren. Das letzte Mal haben wir aufgehört, als Minecraft uns abgestürzt ist, als ich versucht habe, diesen IC2-Block mit einer modfremden Werkzeugteil, was auch immer, meine Güte, mein Gehirn ist zurzeit so verschnupft, das kann ich mal mehr klar reden. Minecraft ist abgestürzt. Ich habe schon mal, wie man hier sieht, den Industrial Craft Schraubenschlüssel gecraftet und das probieren wir jetzt einfach nochmal. Oh, gucke an, es dreht sich. Da setzen wir jetzt so ein Turning Table daneben. Gucken wir mal. Wird schon. Packen dieses Tool hier rein. Nochmal das hier und... Ich kann immer noch nicht klicken. Warum nicht? Du hast Strom. Brauchst du noch irgendwas? Add Motor. Okay. Zurück zum Crafting Table. Wir brauchen noch Motoren. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr mit diesem speziellen Mod hier gespielt. Von daher, diese ganzen neuen Dinge kenne ich quasi gar nicht. Wie war das jetzt nochmal? Spulen sind einfach Copper Cable. Moment mal. Wir haben doch da hinten eine Maschine. Die kann das doch für uns machen. Extruding Modus heißt, da müssten eigentlich direkt die Kabel rauskommen. Und ja, das tun sie auch. Sehr schön. Was brauchen wir noch? Tin Casings und ein bisschen Eisen. Na gut. 6 Tin Casings sollten für 3 Motoren reichen. Dann machen wir erstmal die 3. Und dann gucken wir weiter. Da ist noch einiges an Kohle drin, das ist ganz gut. Genau, machen wir mal einen, schauen, ob das so funktioniert. Und die anderen 3 machen wir dann, wenn wir genug Kabel haben. Ne, andersrum hier. Einmal da, einmal da. Und wir haben einen Motor. War das hier die ganze Zeit schon rot? Na gut. Ja, ich kann es jetzt endlich runter. Das ist ein ziemlich cooler Crafting-Mechanismus. Ja, doch, das gefällt mir. Okay. Da können wir ja endlich unseren Mining Laser bauen. So. Mal das ein bisschen zusammenschieben. Wir brauchen immer noch 4 Diamanten. Ich stelle mir da hinten jetzt mal auch ein Crafting Table hin. Wir brauchen Diamanten, da unten sehe ich sie schon. Wir brauchen Redstone, Eisen, Zinn und ich habe mal ein bisschen Bronze in Auftrag gegeben.
Bevor wir es etwas anderes machen, machen wir das Loch da hinten wieder zu. Ja doch, sieht besser aus. Der Master Rider war das hier, da schicken wir jetzt die Diamanten durch. Derweil machen wir unsere... Wie viele brauche ich? 4? 3. 3 Mixed Metal Ingots. War es das nicht? Ach, ich brauche Platten dafür, okay. Eisenplatten habe ich noch und Bronzeplatten habe ich auch noch. Sehr schön. Und natürlich wie immer, mein Inventar ist voll. Könnte ja auch mal einfach sein, oder? Ah, verdammt. Falscher Modus. Okay. Dann halt so. Dann machen wir jetzt schon mal unseren Kristall. Der muss in den Kompressor. Zeitgleich können wir schon mal das hier machen. Dann fällt mir ein, wir haben gerade eine Eisenplatte zu wenig. Machen wir mal schnell so eine. Wo ist der Hammer? Hier ist der Hammer. 6. Ah, okay. Da kommen immer 2 raus. Egal. Jetzt macht der hier unsere... Na komm. Edwards Alloys, genau. Derweil, ich würde mal interessieren, was man mit dem Ding hier noch alles machen kann. Find Iron Extruding. Schwert brauchen wir nichts. Plasma Launcher ist noch nicht wirklich implementiert. Gucken wir doch mal ins Wiki. Ah, für den Drill, also Handle, Fluted Axle. Also, wir haben hier diesen Diamond Drill, da brauchen wir das hier und wahrscheinlich auch hier für den, nein, Eisen Drill nicht, okay. Dann eben für den Mining Laser, das was wir gemacht haben. Und für den Kinetic Wind Generator. Aha, Water Generator. Ah, da. Okay. Na ja, gut. Dann müssen wir noch den Schaltkreis etwas aufwerten. Wir brauchen den Advance dafür. So langsam fängt echt Toast an, mir nicht mehr zu schmecken hier in Minecraft. Na komm her.
Redstone an die Ecken. Links und rechts ein Lapis. Und oben und unten eine Glowstone. Das kann ich dann nicht autocraften oder auch immer. Dann packen wir es halt manuell rein, habe ich auch kein Problem mit. Und wir haben uns einen Mining Laser. Und dann, das erste, was wir machen, ist Inventar mal wieder ausleeren. Eieiei. Da ist noch was, das. Besser. Ah, Platz. Da fühlt man sich schon um einige Tonnen leichter. Er ist Power Tier 3, das heißt, ich kann den hier nicht in der Bedbox laden. Oh. Okay. Genau, wir haben die Bedbox als Tier 1, die CSU als Tier 2 und die MFE als Tier 3, beziehungsweise die MFSU dann als Tier 4. Okay, wir brauchen 3. Sieht ja gar nicht so kompliziert aus. Goldkabel, ein Basic Machine Casing und 4 von den Energiegasteilen. Das ist doch mal zu machen. So. Wir brauchen Gold. Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Rubber. 16 Diamanten. Ein ganzer Haufen Redstone. Was noch? Das war's. Sehr schön. Diamanten werfen wir gleich mal hier rein. Hier einmal Extruding. Waren die jetzt an den Ecken oder in der Mitte? Die waren an den Ecken, passt. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. So viele Goldkabel brauchen wir nicht, weg damit. Ja, und wer nicht ist darauf wartet, dass die Diamanten fertig werden, hoffe ich einfach, dass das jetzt endlich reicht, um diesen verdammten Laser, den ich seit 3 Folgen benutzen möchte, in Betrieb zu setzen. Mhm. Und die MFE setzen wir dann hier vorne hin. Nehmen wir das dann mal raus. Wir müssen ja erstmal die Kristalle craften. Okay.
Hey, Freude. Nummer 1 ist fertig. Im Endeffekt sind diese Energy Crystals nichts anderes als höherwertige Batterien. Es gibt dann nochmal eine Stufe drüber. Die sind dann blau. Lapotron Crystals. Und da sieht man schon, ja, zwei Advanced Circuits, ein Energy Crystal und Lapis Lazuli, das ist dann noch das günstigste dran. Die braucht man dann später für die MFSU. Und zwar eine ganze Menge. NFE braucht ich noch. Nebst Advanced Machine Casing, also Refined Iron Plates, Advanced Alloy Plates und Carbon Plates. Die Dinge hier zu machen ist auch anstrengend. Vor allem es gibt hier auch Rüstungen und Quantum Bodysuit ist dann, oder allein diese Nanosuit ist dann schon ein bisschen Aufwand zu machen. Wie man an Iridium kommt, muss ich mal noch genau gucken. Es gab diesen Matter Transformer, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist fertig geworden. Ach du. Mal schauen, ob wir es schnell finden. Teleporter, Cropmatron, Thermal Centrifuge. Nee. Sehe ich es auf Schnelle nicht. Damit konnte man dann gewisse Blöcke duplizieren und auch einiges an Iridium finden. Ansonsten ist das halt extremst selten. So. Ja, fast. Jetzt können wir das mal wieder hier reinsetzen. Und warten noch auf den letzten. Na komm her. Und wir haben unsere NFE. Ich wusste, ich habe letztes Mal irgendwas vermisst. Unsere Maschinen haben jetzt so viel Energie gefressen, dass unser Generator keine Kohle mehr hat. Ach, wisst ihr was? Weil wir es halt können, ne? Na, jetzt lädt er halt hier einmal alle Maschinen durch. Und danach Batbox und MFE gleichzeitig. Boah. Ja. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern. Und sonst so. Alles gut bei euch. Ja, ah, das freut mich. Ich mache jetzt hier mal einen ganz kurzen Schnitt. Weil einfach nur rumzustehen und zu warten, bis endlich dieser Mining Laser vollgeladen ist, das will ich jetzt wirklich keinem antun. Sobald ich hier genug Energie drin habe, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe den Mining Laser. Und wenn ich damit auf diese Blöcke schieße, verschwinden die.
Jetzt das Schöne an diesem Ding, das hat verschiedene Modi. Im Moment sind wir standardmäßig im Modi Mining. Low Focus. Nur ganz nah. Long Range. Wenn man mal trifft. Geht weiter. Dann horizontal werde ich hier jetzt mal nicht ausprobieren. Superheat. Sollte eigentlich Zeug in Brand setzen, aber ich glaube, da das Holz ist. Ja, brennt es einfach so schnell weg, dass wir das gar nicht sehen. Und Scatter. Problem daran, es macht das Ding ziemlich schnell leer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich danke fürs Zuschauen und schönen Tag noch. Ich werde jetzt hier die Reste vom Baum noch entfernen. Bis zum nächsten Mal.